Hallo, ich bin die Laura und ich mache handgemachtes Eis am Stiel aus natürlichen Zutaten. Und wie das schmeckt, das schauen wir uns jetzt an. Ich war eigentlich nie ein großer Eisesser, auch als Kind nicht. Und war in Mexiko dann mit meinem Freund reisen und haben da an jeder Straßenecke Paletas gesehen. Das sind handgemachte Eis am Stiel aus natürlichen Zutaten und das war das erste Mal, dass mir Eis geschmeckt hat. Und ja, dann dachte ich, das muss es bei uns auch geben und es muss irgendeine Alternative geben zum Eskimo-Eis. Ich habe mir so kleine Plastik-Schnapsgläser gekauft und Zahnstocherlein und habe da immer im Tiefkühlfach zu Hause ausprobiert. Und dann habe ich zufällig eigentlich eine gebrauchte Stieleismaschine in München gefunden und dann ging es eigentlich los. In der Markthalle hatte ich aber auch nur eine Mietküche für die erste komplette richtige Saison. Und nachdem ich da dann halt über 20.000 Eis verkauft habe, habe ich gedacht, okay, jetzt muss irgendwas Größeres her. Es geht halt darum, dass das Eis aus natürlichen Zutaten besteht, aus ganzen Früchten, ohne Zusatzstoffe. 3 von 5 Sorten sind vegan, alle sind glutenfrei. Und man schmeckt halt einfach, dass ganze Früchte drin sind. Und was ganz Besonderes, würde ich sagen, ist auch, dass wir seit diesem Jahr Zellulose-Verpackungen benutzen. So richtig ging es dann 2018 los und der erste richtig große Auftrag war von der MVG in München. Die haben 5000 Erdbeereis bestellt. Herzinfarkt und gleichzeitig, okay, das, da muss ich jetzt irgendwie durch und wenn ich das geschafft habe, dann kann eigentlich alles kommen. So das Gefühl einfach. Ich probiere jedes Mal natürlich die Masse an sich. Und Brucheis, aber irgendwann mal kann man es nicht mehr sehen. Aktuell sind wir in Innsbruck, Wien, Linz und München. Und in Innsbruck eben im Hit und Söhne, oben auf der Hungerburg, im Kastel in der Altstadt, im Silpark, im Concept Store. Ja, der Plan ist eigentlich genauso weitermachen wie jetzt bisher, weil ich wachse oder mein Unternehmen wächst, aber in einem Tempo, wo ich mithalten kann. Vor allem, weil ich alles alleine mache.